Hey Leute, ich dachte, dazu mache ich jetzt einfach mal ein Video, weil es muss sein. Ich bin heute um 15 Uhr aufgestanden, habe mich für die Abendschule bereit gemacht und auf den Weg zum Zug gemacht. Direkt. Ja, mein Schlafrhythmus ist am Arsch. Aber natürlich darf in meiner täglichen Routine nicht fehlen, dass ich die Social Media Accounts abcheck. Und nun ja, ich war heute auf N-Tower und direkt nachdem ich es gesehen habe, musste ich es auf Twitter teilen. Oh mein Gott, die Gerüchte stimmen, das ist so geil. THQ Nordic, das Entwicklerstudio, was von THQ noch übrig geblieben ist, nachdem dieses Unternehmen ja pleite gegangen ist, hat in den letzten Tagen angekündigt, dass sie vom 5. Juni bis 7. Juni jeden Tag ein Spiel ankündigen werden. Und wer hätte gedacht, dass sie mit so einer Bombe starten? Ganz egal, was Nintendo auf der diesjährigen E3 ankündigt, ich glaube, dass sie das nicht mehr toppen können. Außer wir kriegen ein Mario Sunshine HD. Boah, da musste einiges raus. Ach, was red ich um den heißen Brei herum? Ihr wisst es eh alle, wenn ihr mich abonniert habt. Im Community-Tab habe ich es geschrieben. Und ansonsten das Thumbnail, der Titel dürfte es eh schon verraten. Wir kriegen ein SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom Remaster. Oder wie es THQ Nordic genannt hat, Rehydrated. Was tatsächlich geklaut ist von einem Fan-Remake. Viel zu diesem Spiel gab es noch nicht zu sehen. Wir haben nur ein 30-sekündiges Trailer-Video bekommen, in dem so ein animierter SpongeBob sich den alten Helm wieder aufsetzt, den er damals auf den Cover des Spiels getragen hat, aber nie wirklich im Spiel vorkam. Und ja, Gameplay-technisch wurde auch noch nicht viel gezeigt. Auf Steam sind zwar ein paar Screenshots zum Vorschein gekommen, aber das sind größtenteils auch nur Charaktermodelle und kein wirkliches Gameplay. Könnte vielleicht dran liegen, dass das Spiel erst 2020 erscheinen soll. Und ja, ihr habt richtig gehört. Steam! Das Spiel erscheint für alle Plattformen, die derzeit gängig sind. What the fuck? Erinnert ihr euch noch dran, als ich damals im Stream gesagt habe, als mich jemand gefragt hat, ob ich SpongeBob Schlacht und Bikini Bottom nochmal let's playen würde? Meine Antwort war, nein. Ich habe das Spiel bereits let's played. Und ich let's play keine Spiele zweimal, außer wir kommen wirklich irgendwann mal an diese Grenze, wo wir Spiele zweimal spielen müssen. Aber es gibt Gerüchte, dass ein Remake zu diesem Spiel in Arbeit ist. Nennt mich League Caller. Ich hab's gecallt. Und natürlich werden wir dieses Spiel, sobald es erscheint, direkt am Release hier auf diesem Kanal let's playen. Ich bin schon sowas von gehypt drauf. Ich glaube, man merkt's. Klar, jetzt werde ich wieder diese ganzen Leute anlocken auf meinem Kanal, die dann nur noch SpongeBob Let's Plays gucken. Aber ich will dieses Spiel einfach let's playen. Es gehört zu meiner Kindheit. Und wenn wir schon mal dabei sind, falls du dieses Video gerade gefunden hast auf YouTube und nur an SpongeBob interessiert bist, dann abonniere mich bitte nicht. Denn du bist sowieso nur ein toter Abonnent. Weil hier auf dem Kanal gibt's Nintendo-Content. Das heißt, Super Mario, Zelda und alles andere Zeug. SpongeBob ist nur eine Ausnahme. Ich habe zwar noch mega viele SpongeBob-Spiele hier, die ich gerne let's playen würde, aber dieses ständige Battlen nach SpongeBob und ansonsten schaut ihr euch nichts anderes an, das hat einfach meine Motivation so sehr gesenkt, dass ich jetzt keine SpongeBob-Spiele mehr spielen werde. Pech gehabt. So, das war gerichtet an die Spasten da draußen. Zwei kleine Sachen zu diesem Spiel möchte ich noch loswerden. Und zwar habe ich mir gerade die Steam-Page von diesem Spiel angesehen. Und wisst ihr, was ich da Nices entdeckt habe? Wir kriegen einen lokalen Multiplayer in diesem Spiel. Neben der Tatsache, dass alles neu aufgesetzt wird, neue Grafiken und eine komplette deutsche Vertonung, vielleicht sogar mit den Original-SpongeBob-Sprechern, da diese ja auch die neuesten SpongeBob-Spiele synchronisiert haben. Aber zurück zum lokalen Multiplayer. Man kann das Spiel also jetzt zu zweit spielen. Wow, nichts Großartiges, Ultra. Klar, gab's im Hauptspiel nicht, aber mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass Spiele zwei Spieler-Modis haben. Aber jetzt droppt mich die Bombe. Wir kriegen einen Online-Multiplayer. What the fuck? Wir können online mit Freunden das zu zweit spielen. Das ist etwas, was nicht mal Nintendo geschafft hat. Mario Odyssey, kein Multiplayer online. Fucking Mario Party, kein Multiplayer online. Jetzt mit Super Mario Maker 2 gehen sie immerhin so ein bisschen in die richtige Richtung.
Aber wir müssen abwarten, wie sich der Multiplayer online spielen lässt. Anscheinend soll man ihn ja auch nicht mit Freunden spielen können. Aber was mich noch viel mehr stutzig gemacht hat, ist die Tatsache, dass bei Steam steht, dass ein Boss recycelt wird. Und zwar war damals in der PlayStation 2/GameCube-Version ein Thaddäus-Roboter-Boss geplant. Dieser Boss wurde aber aus dem Spiel gestrichen, ich weiß gerade nicht genau den Grund weshalb, er war aber in der Game Boy Advance Version verfügbar. Und diesen Boss jetzt neu aufgesetzt in 3D endlich erleben zu können, wird hammergeil. Und was mich noch so ein bisschen mehr verwundert ist, wir kriegen einen neuen Boss. Bedeutet das vielleicht sogar, dass wir neue Welten bekommen? Das ist mir gerade eingefallen, als ich das hier einspreche. Das ist erstaunlich. Deswegen habe ich auch noch nicht viel drüber nachdenken können. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was für Welten aus SpongeBob, die nicht in Schlacht um Bikini Bottom dabei waren, ihr noch gerne hättet. Also, mir würde da spontan vielleicht das Handschuhland einfallen, aber da gibt's bestimmt viel bessere. Wäre das nicht geil? Zwei Spiele soll THQ Nordic ja noch ankündigen. Ich denke nicht, dass da noch was Großes dabei ist, was mich persönlich interessieren wird. Mal gucken, mal abwarten. Aber die größte Präsentation steht ja noch aus. Ich rede natürlich von der E3 dieses Jahr. Und die beginnt schon dieses Wochenende. Und ja, auf meinem Kanal war jetzt sehr lange nichts los. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zur E3 reacten werde. Ich habe mir sogar vorgenommen, wahrscheinlich zu relativ viel eine Reaction zu machen, weil ich auch sehr gespannt bin auf das, was Microsoft ankündigt. Und wer weiß, vielleicht kann man bei der Microsoft-Präsentation sogar den nächsten Smash Bros. Charakter erwarten. Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass Nintendo auf einer E3 mit einem anderen Publisher gemeinsame Sache macht. Man denke letztes Jahr zurück an Ubisoft. Und es gibt ja das Gerücht, dass Banjo-Kazooie vielleicht... Och bitte, komm, lass es wahr sein. Aber natürlich gucken wir bei Nintendo rein. So, das soll es aber auch gewesen sein. In meinem Kopf klang die Videoidee so cool. Ich bin gespannt, wie jetzt Genproduktion aussehen wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen hoch. Und ja, wir hören uns dann in weiteren Videos. Hoffentlich wieder ein bisschen aktueller.